Ein herzliches Hallo zusammen und willkommen zurück zu NGL Biathlon. Ich habe es jetzt doch überlegt, doch im Biathlon zu spielen. Gerade wollte ich eigentlich Storm Chasers Let's Playen. Nur da waren wir zu viele Unterbrechungen drin. Also habe ich mir jetzt überlegt, komm, wir zocken wieder ein bisschen NGL Biathlon. Ich glaube auch, dass diese Let's Plays mehr gefragt sind als Storm Chasers. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Notruf 112, die Feuerwehrsimulation 2 spielen. Weil gerade das Let's Play kam ja immer recht gut an. Und ich bin auch schon richtig aufgeregt auf die Remastered-Versionen von Tomb Raider 1 bis 3. Ja, die hätten auch ruhig Tomb Raider 4 noch damit hinzumachen können, aber egal. Man kann ja nicht alles haben. Ich bin aber sehr gespannt, wie die Remastered Visionen ankommen. Also ankommen müssen wir jetzt erstmal hier am Schießstand zum ersten Schießen. So, let's go. Erstmal reinkommen und dann die Zündung setzen. Auch wenn das jetzt aber auch wertvolle Zeit gekostet hat. Wir haben ein bisschen zu lange gebraucht da am Schießstand, aber egal. Wir haben null Fehler, das ist das Wichtigste. Mein Ziel ist das natürlich auch, dass es auch in den verbleibenden drei Schießen auch so bleibt. Wir sind ja hier jetzt hier ja beim Einzelrennen. Und bevor ich jetzt vergesse, lasst ein Like und ein Abo da. Weil das motiviert mich einfach umso mehr. Ja, ich muss auch sagen, hier NGL Biathlon und Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. Das sind immer mit die Let's Plays, die ich mache, die immer noch am besten ankommen. Storm Chasers ist nicht so, obwohl das auch ein Simulationsspiel ist. Ja gut, Just Cause 3, ja gut, ist man hier ein Shooter oder so, aber das wundert mich, dass die Spiele nicht so gut ankommen. Deshalb werde ich das auch erstmal nicht mehr Let's Playen. So. So. Zwar noch ein bisschen gezögert, aber egal. Wir haben nur Fehler geschossen. Das ist das Wichtigste. Schauen wir jetzt mal auf die nächste Zwischenzeit. 5,1 Sekunden, naja. Na gut, also, und so ein bisschen das Rennen einteilen müssen wir uns ja schließlich auch noch. Gerade wegen den mehreren Runden, die wir da halt laufen müssen.
Da wird ja viermal geschossen, liegen stehend, also ist das nächste ja liegend. So, dann wollen wir jetzt mal zum nächsten schießen. Das ist natürlich wieder ein Linksschießen. Oh, der letzte, der war noch recht knapp. Aber das Wichtigste ist, wir haben null Fehler geschossen. Aber jetzt werden wir uns das Rennen ein bisschen einteilen. Ey, wir haben über eine Minute Vorsprung, Leute. Zieht euch das mal rein. Über eine Minute Vorsprung. Naja, was soll's? Drauf ausruhen können wir uns trotzdem nicht. Weil wir haben ja noch ein letztes Schießen. Und da versagen wir schon mal gerne mal die Nerven. Ich hoffe mal jetzt nicht. Weil sonst ist der gute Vorsprung wieder hin. So, zum letzten Schießen jetzt. Jawohl, es geht doch. Alter, was ist mit der Konkurrenz los, ey? Ich habe über 2 Minuten Vorsprung. So, stimmt, jetzt kommen wir uns ja jetzt nur. Jetzt mal jetzt auf der Schlussrunde und da kommen wir jetzt noch versuchen noch eine gute Schlussrunde zu laufen. Ey Digga, das müsst ihr euch mal reinziehen, ey. Da hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit gerechnet. Na gut, Felio Maillet, der ist ja noch und Jacques Clark und die können noch eingreifen. Also das wird, also wenn ich gewinne, das wird keine, das wird keine Minute sein, das kann ich hier schon mal sagen. Ja, und hier Tomschin, der ist ja auch noch da und Dorle Samuelsson, Smolski. Na gut, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Jetzt nochmal einen schönen Endspurt. Na gut.
Dann schauen wir mal, für was es reicht. Boah, aber 19 Sekunden. So, dann wollen wir noch mal gucken. Terrible. Boah, Kühn auch total schlecht. Oh, fehlen wir hier mit zwei Federn. Das haben wir alles schon auch. Hier die ersten drei, die sind fehlerfrei geblieben sogar. Das ist doch schon mal was. Ah, jetzt haben wir die Single Mix Staffel. Na gut. Die Single Mix Staffel. Dann nehmen wir mal ein paar das hier, ne? Single Mix. Preuß und Doll für Deutschland. Brésas, Boucher und Jacqueline für Frankreich. Na gut. Das andere, das interessiert mich nicht. Let's go. Preuß muss als erste starten. Ich hoffe, die schießt gleich vernünftig. Na gut, das hoffe ich natürlich von mir selber auch. Gerade im Einzelrennen, da hat es doch wunderbar funktioniert. Ah, jetzt haut sie noch einen daneben, ey. Ich fass es nicht. Okay, jetzt weiter hinterher. Aber gleich im Stehen schießen muss man nur Feder machen, Fräulein. Na gut, also das muss ich natürlich dann auch. Ist auch klar. Ey, jetzt macht die schon wieder einen Fehler, ich fass es nicht, ey. Ey, jetzt aber hinterher hier. Das kann es doch nicht sein, dass wir hier... über 16 Sekunden hier Rückstand haben. Ja, du bist richtig schlecht im Laufen, ey, weißt du das? Da gefällst du mir in Real Life besser. Ey, ja, jetzt kann ich wieder hier auf die Jagd gehen. Ja, und dann hast du das hier nur. Schlechte Skier. Platz 8, ey, das ist hier doch nicht unser Ziel hier. Und wir müssen das gleich alles überschießen machen.
Na guck, jetzt haben wir hier wenigstens wieder ein bisschen gut gemacht. Aber ganz abgesehen davon müssen wir jetzt auf Fehler der anderen hoffen. Und jetzt müssen wir mal so, das war doch mal eine Ansage. So haben wir auf jeden Fall wieder safe was aufgeholt. Oh, 11,6 Sekunden jetzt nur noch. Na gut, da kommt noch ein Stehenschießen. Ja, aber hier die Preuß, die hat mich gerade schon wieder so enttäuscht. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und so gut waren die Deutschen heute auch nicht im Sprint, beim Damensprint. So. Jetzt kommt das Stehenschießen. Und dann wollen wir und müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. So. Gut, ein Nachlader. Na gut, hätten wir jetzt... Wirklich, hätten wir jetzt... diesen einen Nachlader nicht gebraucht. Wir hätten so ordentlich Zeit gut machen können. So, ich hänge mich erstmal hinter den anderen noch mal ran. So, jetzt werde ich aber ein bisschen locker machen. Na gut, hier müssen wir jetzt erstmal. Wichtig ist, dass ich jetzt dran bleibe. Dann hoffe, dass Preuß gleich zwei vernünftige Schießen macht. Ja gut, wir haben ein bisschen Zeit gut gemacht, finde ich. Wichtig ist es, jetzt dran zu bleiben. Weil wir wollen zumindest eine Medaille. So, jetzt geht aber wieder schon zum Schießen.
Ja, guck, es geht doch. Warum nicht gleich so? So können wir auf jeden Fall dranbleiben. Na gut, hinter mir ist jetzt Justin Bresas Boucher. Na gut, die ist auf jeden Fall die beste Läuferin. Ey, jetzt fängt Preuß schon wieder mit den Fehlern an, ey. Ey, jetzt hänge ich aber da hinten ran, ey. Es geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Da müssen wir gleich irgendwie auf uns zählen. So, über 100. So. Wir müssen auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Aber das geht nicht, wenn wir hier wegdriften. Ich finde Driften höchstens bei so Autospielen geil. Bei so Rennspiele wie Gran Turismo und wie die Spiele alle heißen. Ey, das ist absolut nicht unser Anspruch, hier auf Platz 5 zu liegen, ey. Auch wenn wir jetzt schon wieder ein bisschen Zeit gut gemacht haben, trotzdem müssen wir jetzt dranbleiben. So, schnell hinlegen, nachladen. So, richtig und wichtig, Leute. Aber jetzt gleich kommt ja noch ein Stehschießen. Also. Nichts wie dranbleiben. Und dann hoffen, dass wir null Fehler schießen. Und die anderen können gerne einen Fehler machen. Am besten noch mehrere. Gerade hier der Smolski, der darf mal gerne mal patzen, ey. Aber ich patze hier gleich langsam auch hier mit den scheiß Gedrifte hier. Ganz abgesehen davon müssen wir jetzt mal wieder uns hier ein bisschen rankämpfen. Ja, guck den Dorle. Mal gucken, was das Moske da jetzt fabriziert beim letzten Schießen. Wichtig, Leute, wichtig und richtig, ey.
Jetzt heißt das Porn, Porn, Porn. Na gut, das Molski geht jetzt in der Schlussrunde nicht so gut. Vielleicht geht da ja noch was, aber auch nur vielleicht. Ah, das sind wir ein Überhunderter. Ich hätte schon gehofft, dass ich den mir packen könnte, aber leider nein. Na gut, immerhin den Jacqueline, dann habe ich schon abgehangen. So, dass wir doch noch aufs Podium kommen können. Oder sogar sind. Platz 2. Schauen wir jetzt mal nochmal den Abstand an. Na guck, dann hat es ja doch noch ein Happy End. Na gut. Was kommt jetzt? Ah, den nächste Staffel, aber ich würde sagen, das reicht jetzt für das erste. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin und haut rein, euer Marcel Let's Play.